Honigbienen. Jetzt fliegen sie wieder. Ihr Anblick erinnert uns daran, dass die Bienen bedroht sind. Durch Pestizide und Monokulturen in der Landwirtschaft. Frühling. Das bedeutet für viele Imker den ersten bangen Blick in den Bienenstock. Oft eine Katastrophe. Auch tot. Das ganze Volk liegt da unten. Hier, da sitzt die Königin. Ne? Umgeben von dem restlichen Volk. Wie so eine Momentaufnahme, ne? Als wären sie alle eingefroren oder so. Das haben sie nicht geschafft. Bienenforscher Torben Schiffer weiß, viele Imker verlieren im Winter über 30% ihrer Völker. Ja, das ist auch tot. Der Forscher ist überzeugt, den Honigbienen könnte es sehr viel besser gehen. Er schlägt neue Lösungen vor. Brauchen wir ein Umdenken in der Bienenhaltung? Torben Schiffer auf der Suche. Stopp. So leben Bienen in der Natur. Also wir sehen hier tatsächlich eine recht große Baumhöhle. Es sind, wie schon vermutet, auch Honigbienen. Hier sieht man das Wabenmaterial sehr schön. In der Forschung ist das natürliche Leben der Bienen bislang wenig beachtet worden. Schiffer sammelt Daten darüber. Es ist tatsächlich der erste Sensor dieser Art, der überhaupt an einem Bienenvolk angebracht wird. Temperatur und Luftfeuchtigkeit werden gemessen, um herauszufinden, wie Bienen in der Natur leben. Er will feststellen, ob Honigbienen bei uns Menschen überhaupt artgerecht gehalten werden. Denn die Honigbiene als Wildtier ist in Deutschland so gut wie verschwunden. Eine Folge der starken Honignachfrage. Bienen leben nicht mehr in der Natur. Sie kommen eigentlich nur noch bei den Imkern vor und das ist eine Misere. Denn es liegt quasi 60 Millionen Jahre Evolution in den Händen von Imkern, die in erster Linie ihre eigenen Ziele und Interessen verfolgen, wie zum Beispiel Honigertrag, Sanftmut. Und so wird die Biene halt gezüchtet und verzüchtet und man greift in dieses Erbgut dermaßen ein, dass Verhaltensweisen, die für die Bienen elementar wichtig sind, zum Beispiel sich gegenseitig zu putzen, auf der Strecke bleiben zugunsten des Honigertrags. Ja, und damit töten wir im Prinzip auf lange Sicht genau das, was wir eigentlich lieben und erhalten wollen. Torben Schiffer ist überzeugt, dass wir von den wilden Bienen viel für unsere Honigbienen lernen können. Berufsimker Harald Jaciejewski ist einer von über 130.000 deutschen Imkern. Er will mit seinen Bienenvölkern harmonisch und friedlich arbeiten. Auch ein gutes Volk, glaube ich. Er zeigt uns, wie Bienen heute leben. Seine Völker wohnen in gängigen Bienenstöcken aus Styropor, die auch Beuten genannt werden. Seit über 100 Jahren wird mit solchen Rahmen geimkert. Völker können dadurch scheibchenweise zur Kontrolle auseinandergenommen werden, ohne die Bienenwaben zu zerstören. Und jetzt kriegen Sie noch mal die Möglichkeit, weiteren Honig einzutragen. Um mehr Platz für den Honig zu schaffen, kann das Nest vergrößert werden. Sie kriegen dann zum Teil ausgebaute Waben, da sind schon die ersten Bienen, obendrein solche Wachsplatten, wir nennen das Mittelwände. So müssen die Bienen nicht alles selber bauen und können schneller mit dem Nektarsammeln beginnen. Weil Haltung und Zucht nur der Honigproduktion dienen, produzieren Bienenvölker heute dreimal so viel Honig wie vor 60 Jahren. Dafür haben die Bienen ihre Wehrhaftigkeit verloren. Das macht sie zur leichten Beute für ihre Hauptfeindin. Die Varroa destructor. Eine Milbe, die mit asiatischen Bienenvölkern eingeschleppt wurde und seit den 70er Jahren unseren sanft gezüchteten Honigbienen das Leben zur Hölle macht. Vor einigen Jahrzehnten gab es ja die Milben schon, aber diese Viruserkrankungen waren da noch nicht so bekannt. Viele Bienen sind von den Varroa-Milben deutlich geschwächt und werden so anfälliger für Viren. Die Folge: flugunfähige, verkrüppelte Tiere. Wenn Harald Jaciejewski vor seinen Stöcken schaut, sind die Folgen des Milbenbefalls nicht zu übersehen. Sind die leeren Gefäße
Gegen die Varroa hilft bislang nur eine harte Behandlung. Und hier ist die Ameisensäule. Eine Prozedur, die Harald eigentlich verabscheut. Also dann schütze ich mich gegen die Ameisensäure. Und doch, wie fast alle Imker, praktiziert er sie Jahr für Jahr. Ja. Die ätzenden Dämpfe sind der sicherste Weg, die Varroa destructor zu bekämpfen. Ohne Säure- oder Medikamentenbehandlung gäbe es heute kaum noch deutschen Honig. Ab August wird die Säure meist mit einem speziellen Gerät ins Volk gebracht, das die Dämpfe über ca. 7 Tage dosiert entweichen lässt. Mir tut das ein bisschen leid. Ich weiß, dass es für die Bienen ist das eine gewisse Tortur. Aber es ist auf der anderen Seite so, dass ich keine Wahl habe. Wenn ich nichts tun würde, würde das Volk wahrscheinlich diesen Winter schon gar nicht mehr überleben. Nach gut einer Woche kann man das gewünschte Resultat der Säurebehandlung begutachten. Tote Varroa-Milben. Es kommt nicht so drauf an, aber ich sag mal so um die 300, 400 Milben. Leider hat die Säure massive Nebenwirkungen, gerade beim Nachwuchs. Steckt diese junge Biene dann den Rüssel so raus? Das ist ein ganz schlechtes Zeichen da. Allein auf diesem Stück sind 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, das ist die 9. alle tot. Ja, das sind massive Kollateralschäden und es ist für einen Imker eigentlich schöner, wenn man sich das gar nicht anguckt. Solange man keine Alternative zur Ameisensäure hat, muss man das machen. Aber es ist so ein bisschen masochistisch, sich das auch noch anzugucken. Ich tue es auch nur noch selten. Es ist ein Jammer. Die ist hin. Rüssel raus und tot. Es wird dringend nach chemiefreien Lösungen gesucht. Deshalb wollen Bienenwissenschaftler Torben Schiffer und Berufsimker Jacijewski eine Alternative zur Ameisensäure ausprobieren. Wir können das ja mal anschließen, das Ding. Eine Druckluftbehandlung mit einem verblüffend einfachen Wirkstoff. Können wir uns das mal angucken? Ja, kann es auch zu viel des Druckes sein? Ja, also ich würde nicht mehr, geh mal mit 4 oder so. Mit ganz normalem Puderzucker aus dem Supermarkt. Das Problem bei diesem Verfahren ist eigentlich, wie kriegt man den Puderzucker ohne viel Verschnitt auf die Bienen? Ja, so, ich würde sagen 4. Der Puderzucker soll die Milben verkleben und den Putztrieb der Bienen anregen. Ja, wollen wir einmal gucken, wie sie aussehen, bevor wir jetzt hier so lange machen. Oh ja, da sind alle runter. Die sind aber alle weiß. Die Bienen oben auf der Kiste sind gut garniert. Nee, da sind wir nicht reingekommen. Oder wenig. In der unteren Etage kommt kaum was an. Nächster Versuch. Ja, ist sofort zu sehen. Ist jetzt nicht ganz optimal, aber ist deutlich besser als eben. Ja. Wir könnten jetzt noch ein bisschen länger machen, durchaus. Die Bienen putzen sich artig. Aber die ersten Experimente zeigen noch keine toten Milben. Ich fange an zu hoffen, wenn ich dann verstärkt tote Milben unten in dem Schieber da finde. Im Prinzip ist es Learning by Doing. Wir sehen jetzt, wir brauchen mehr Luft und weniger Puderzucker. Man muss sich da ein bisschen rantasten. Das muss eins noch bitter waren. Ja. Wird das Experiment gelingen? Bei Torben Schiffer zu Hause, im niedersächsischen Neu-Wulmstorf. Einmal die Werte aufschreiben. Er will vergleichen. Die Lebensbedingungen der Bienen in herkömmlichen Bienenstöcken mit denen in ausgehöhlten Baumstämmen, genannt Klotzbeuten. Das ist ein Bienenroboter, der simuliert im Prinzip die klimatischen Verhältnisse, die durch ein Bienenvolk in einer Beute oder in einer Klotzbeute wie hier entstehen. Pass auf, die klemmt er noch unter. Nur so lassen sich Temperatur und Luftfeuchtigkeit der unterschiedlichen Bienenstöcke kontrolliert vergleichen. Also wir messen bei allen Beuten eben in den Ecken. So, hier haben wir so ein. Auch die beliebte Styroporbeute wird in der Testreihe untersucht. Man sieht schon, was eben auch passiert. Wir haben hier das ganze Wasser drunter. Kleckert also richtig, das Kondenswasser. Sowas kommt in einer Baumhöhle niemals vor. Ja, also man sieht, dass das alles
komplett nass. Ne? Wir sehen das auch hier, überall, wo sie schwarz werden. Das ist im Prinzip Schimmel, der da auch auf dem Styropor wächst. Die hölzerne Ökokiste für den Balkonimker schneidet noch schlechter ab. Wir haben dann hier Schimmel, der anfängt zu wachsen. Also auch schon ohne, dass hier überhaupt Waben drin sind, bildet sich hier Schimmel aus. Richtig gut sind nur die Behausungen vom Anfang des vorigen Jahrhunderts. Hier haben wir also den traditionellen Strohkorb, auch Lüneburger Stülper genannt, den wir hier auch mit in der Messung haben. Also hier sieht man schon, dass überall da, wo der Stülper nicht draufsteht, da schimmelt es. Und da, wo der Stülper steht, da ist es zu trocken, da ist es zu warm, da kann der Schimmel nicht wachsen. Und das sieht man hier auch auf der Bodenplatte. Im Prinzip messen wir dieselben Bedingungen in einem Strohkorb, wie wir die auch in einer Baumhöhle messen. Das ist ganz vergleichbar miteinander. Nur leider unpraktisch für den Imker. Der Hobbykeller ist zum Labor umfunktioniert. Hier wird Pionierarbeit geleistet, mit Messapparaturen und Sensoren auf dem neuesten Stand der Technik. Eine zeitintensive Beschäftigung. Also meine Frau hat mich neulich gefragt, kannst du nicht mit der Forschung aufhören? Kann ich nicht, weil da hängt so viel dran und ich habe so viel Lebenszeit investiert, diese ganze Problematik zu erforschen, dass ich jetzt in dem Moment, wo ich eigentlich an die richtigen Ergebnisse komme und das Ganze zu tragen beginnt, auch nicht aus der Hand geben kann. Ja, also von daher ist es ein zweischneidiges Schwert, sag ich mal. Wieder unterwegs, im Kampf gegen die Varroa-Milbe. Ahrensböck. Beim Imker und promovierten Biologen Mirko Lunau. Er lässt Torben Schiffer 100 seiner Bienenkolonien erforschen. Mirko Lunau hat hohe Winterverluste erlitten. 30% seiner Völker. Es ist jedes Mal ein schreckliches Gefühl, wenn man an so ein Volk kommt und das macht einen Deckel auf. Man sieht schon keinen Flugbetrieb oder macht einen Deckel auf und es ist leer. Und was mich eben wirklich umtreibt, ist die Frage nach der Ursache. Dass ich einfach nicht klar sagen kann, ich habe mich falsch verhalten, es sind die Pestizide, es ist das oder jenes. Das müssen wir ändern, dass wir Klarheit kriegen, was das Problem ist. Eine mögliche Lösung, Bienen, die sich gegen Varroa-Milben selber wehren. Und das legen wir da drauf. Alles, was jetzt runterfällt, fällt auf dieses Tuch. Das heißt, ich kontrolliere, wie viele Milben A sind da drauf und B, wie viele dieser Milben unter dem Mikroskop gucke ich dann, sind kaputtgebissen von den Bienen. Wöchentlich wollen sie auswerten. Die Hoffnung, Völker finden, die sich selber ohne Chemie wehren können. Die Otto-Hahn-Schule in Hamburgs Osten. Hier ist Torben Schiffer Biologie- und Englischlehrer. Durch seine Forschung mit den Schülern wurde die Universität Würzburg auf ihn aufmerksam. Sie warb ihn als externen Forscher an. Ein Aufstieg in die Champions League der Bienenforschung. Könnt ihr euch die schon mal augengerecht einstellen für euch? Seitdem arbeitet er als Lehrer nur noch in Teilzeit. Seine Klasse hilft bei der Suche nach kaputtgebissenen Varroa-Milben. Die Proben stammen von Mirko Lunaus 100 Völkern. Die 119 hatte alle Beine? Nein. Es ist echte Detektivarbeit. So, guck mal. Eine Milbe, die von einer Biene ermordet wurde. Hier sehr schön, es ist abgebissen. Hm? Ein Indiz, dass sich Bienen vereinzelt selbst verteidigen. Wenn nur ein ganzes Volk es täte. Dann wäre das schon eine Sensation. Also das wäre etwas, was die Imkerei auf gar keinen Fall weiter ignorieren könnte. Torben Schiffers zweiter Arbeitgeber sitzt in Würzburg. An der Julius-Maximilians-Universität, in dieser ehemaligen Kaserne, befindet sich ein renommiertes Bieneninstitut. Professor Jürgen Tautz gilt als Koryphäe der Bienenforschung und hat hier sein Institut gegründet. Ziel? Die Bienenforschung digital und global zu vernetzen. Jährlich kommt Bienenforscher Torben Schiffer, um sich mit seinen Kollegen auszutauschen und über neue Erkenntnisse zu berichten. Wie zum Beispiel den Schimmel in modernen Bienenstöcken. Professor Jürgen Tautz erforscht seit Jahrzehnten die Gemeinschaft der Bienen in den gläsernen Beobachtungsstöcken. Es ist eine alte Idee, dass ein Bienenvolk als Superorganismus eigentlich ein einziges großes Lebewesen darstellt. Aus dem 19. Jahrhundert kommt der Begriff Bien.
der das Lebewesen Bienenkolonie in einem Wort beschreibt. Die einzelne Biene wird wie eine Zelle im Körper des Biens verstanden. Ihre Arbeit dient immer dem Wohl des gesamten Organismus. Unfruchtbare Arbeiterinnen versorgen gemeinsam den Nachwuchs. Nur die glubschäugigen Männer, die sogenannten Drohnen, sind Geschlechtstiere. Und natürlich die Königin, aber die hat keinerlei Macht über ihr Volk. Es ist auf gar keinen Fall die Königin, die bestimmt, wer hier was zu tun hat. Die Königin ist eine einfache Reproduktionsmaschine im Bienenvolk, die dafür sorgen muss, dass möglichst viele Eier gelegt werden. Am Tag im Sommer bis zu 2000 Stück. Also die Königin, die Mutter aller Bienen eines Bienenvolkes, bekommt am Tag bis zu 2000 Kinder. Eines der großen Rätsel der Biologie: Welche Kraft dirigiert eigentlich diese hochkomplexe Gesellschaft? Wie schafft es der zigtausendköpfige Bienen zu kommunizieren und sich abzustimmen? Im Detail weiß man es nicht. Das wird so ein bisschen zugedeckt mit dem Begriff der Schwarmintelligenz. Dass man also sagt, ja, alle Bienen zusammen verhalten sich intelligent. Der Bienen macht das klug und richtig. Aber wie dieser gesamte Output im Detail zustande kommt, da hat man noch so gut wie gar keine Vorstellung. Über das natürliche Verhalten der Honigbiene wissen wir also noch überraschend wenig. Aber wie man mit ihr optimal Honig produziert, darüber ist viel bekannt. In Schleswig-Holstein fängt für Harald Jaciejewski ab Mitte Mai die arbeitsintensive Schwarmzeit an. Er muss aufpassen, dass seine Angestellten nicht davonfliegen. Rauch, um einen Waldbrand vorzutäuschen. Jetzt vertreibe ich die Bienen ein wenig, um dann von unten mitten ins Brutnest reinzugucken. Er will verhindern, dass neue Königinnen herangezogen werden. Sucht nach ihren Eizellen. Da ist so eine Zelle, die ist offen. Das zeigt ja senkrecht nach unten. Aber ich würde schon mal vermuten, da ist nichts drin. Das kann ich jetzt so kontrollieren. Ein Ei. Ein Ei ist drin. Eier sind die ersten Anzeichen einer beginnenden Schwarmstimmung. Ziehen die Arbeiterinnen eine neue Königin heran, überlässt die alte Königin der neuen das Nest und macht sich mit der Hälfte des Volkes auf und davon. Das ist ja alles schön und gut, nur wenn ich das nicht mitkriege, und in der Regel kriege ich das ja nicht mit, weil ich dann ja auch ein paar Bienenstände mehr habe, dann fliegen die Bienen von dannen. Zum einen haben sie es sehr schwer zu überleben in unserer Kulturlandschaft. Und zum anderen ist es auch nicht so gut für den Honig, denn der muss ja auch noch verarbeitet werden. Und im Grunde genommen werden die Bienen dafür gebraucht, damit man auch guten Honig ernten kann. Deshalb werden die Königinzellen aus dem Volk geschnitten. Mecklenburger Landschaften. Weizen und Raps. Mai in Ahrensbök bei Schwerin. Mirko Lohnau möchte neue Königinnen und ihre Schwärme nicht verhindern, sondern mit der Natur arbeiten und die Schwärme wieder einfangen. Seine Philosophie: Der Bienen soll sich natürlich fortpflanzen, sich an die regionale Umgebung anpassen dürfen. Fliegen nicht weit weg, ne? Diese 10, 20 Meter. Also hier hängen die sich gerne in die Hecke. Er muss 8 Standorte kontinuierlich kontrollieren. Und täglich grüßt das Murmeltier. Seit 3 Wochen, jeden Tag. Und je nachdem, wie viel zu tun ist, dauert das so 5 bis 7 Stunden, bis ich dann die Runde gemacht habe, ne? Dies ist Mirko Lunaus Lieblingsstand. Heute leider ohne Schwarm. Die kommen jetzt aus dem Raps oder aus der Kastanie, bringen das nach Hause, übergeben das und gehen gleich wieder los. Und so sammelt ja so eine Sammelbiene am Tag 4.000, 5.000, 6.000 Blüten. Wenn man das hochrechnet auf die 10.000 Bienen, die da unterwegs sind und sammeln, dann kommt man schnell auf Millionenbeträge. Also dass jedes Volk jetzt in dieser Zeit tatsächlich Millionen Blüten befliegt und auch braucht für die Ernährung. Und jetzt doch. Einem benachbarten Neuimker ist ein Schwarm abgegangen. Mirko. Also da sind mindestens 2, wenn nicht 3 Königinnen drin. Okay. Die Größe ist aber so, dass ich sagen würde, es ist kein Nachschwarm.
Also vermutlich. Das müsste der erste sein. Genau, das vermutlich ist hier die alte Königin mit einigen jungen Königinnen, die du übersehen hast. Die sitzen schon eine Weile hier. Und wenn jetzt die Späherbienen zurückkommen und berichten davon, dass sie ein schönes neues Zuhause gefunden haben, dann sind die auch innerhalb von Minuten weg hier. Mit nassen Flügeln können Bienen nicht fliegen. 20.000 Bienen hat das wohl, was hier hängt. Das ist einer der wenigen Momente, wo man wirklich das Volk mal quasi ohne sein Wabenwerk, aber ansonsten eben in seiner ganzen Pracht und Schönheit sieht und hört und riecht. Irgendwo in dieser Bienenmasse sitzt die alte Königin. So, ich klopf gleich mal. Achtung. Sehr schön. Wichtig, die Königin muss mit in die Kiste. Nur ihr Geruch hält den Schwarm zusammen. Die Bienen machen total viel mit. Die sind sehr manipulierbar. Wobei ich nicht glaube, dass sie das nicht mitkriegen. Aber mit Schulterzucken sagen sie sich, naja, der Mensch ist halt so. Wir kommen ihm entgegen, wir machen das mit. Mirko Lunau möchte einen Mittelweg zwischen der Imkerei und den natürlichen Bedürfnissen der Honigbienen finden. Also einfach so weggehen und dabei fegen. Schön. Auch in Kochendorf beschäftigt sich Harald Jaciejewski mit der Reproduktion seiner Bienen. Nur die Besten sollen sich vermehren. Dafür bedient er sich eines Züchtertricks. Aus seinem Lieblingsvolk nimmt er Arbeiterinnenlarven und setzt sie in künstliche Königinnenzellen. So kann er bestimmen, welche Eigenschaften an die nächste Generation weitergegeben werden. Die Kriterien sind ganz eindeutig auf Verhalten. Also das ist einmal in Richtung Sanftmut und in Richtung Fleiß. Das sind alles so Kriterien, die der Imker sich wünscht, um möglichst harmonisch mit dem Bienenvolk dann zusammenzuarbeiten. Die auserwählten Larven werden dann in ein Pflegevolk gegeben. 20 Königinnen wachsen hier heran. Jetzt habe ich meinen Teil getan. Jetzt sind die Bienen dran. Ja, sehr schön. Die Ammenbienen füttern einen Saft, den sie aus ihren Drüsen schwitzen. Das Gelee Royal. Es aktiviert Gensequenzen, die aus der normalen Larve eine Königin machen. Alle geschlüpften Königinnen müssen auf Hochzeitsflug. Großäugige Bienenmänner stehen bereit für ihre einzige Lebensaufgabe. Aus der Nähe hat noch niemand eine natürliche Begattung gesehen. Nur mit künstlichen Hilfsmitteln entstanden diese Fotos. Wir wissen, dass bis zu 20 Drohnen eine Königin nacheinander begatten. Der Spermienvorrat wird der Königin für den Rest ihres Lebens reichen. Bis zu 5 Jahre. Sogar der Bienensex soll kontrolliert werden, wie dieses Internetvideo über künstliche Besamung besonders eindrücklich zeigt. So, jetzt sieht man das ja. Torben Schiffer kritisiert, dass genau diese Technik nichts mehr der Evolution überlässt. Macht man hier mit so kleinen Metallhaken die Bienenkönigin hinten auf im Genitalbereich und spritzt dann mit so einer Kanüle das gewonnene Sperma in sie hinein. Das ist so eine Hochmut, ja? Zu sagen, die Bienen sind so in ihrer Biologie und so, wie sie sind, nicht perfekt und wir machen es besser. Ja, wir bestimmen die Eigenschaften dieser Art, die ja nun viel, viel älter ist als wir Menschen. Und das Ergebnis ist eben, dass sie nicht besser funktionieren. Gemütlich den Feierabend angehen. Nicht für Torben Schiffer. Mirko Lunau hat neue Datensätze zur Analyse geschickt. Gibt es unter den 100 Völkern einige, die sich gegen den Feind Varroamilbe wehren? Er sucht nach Anzeichen von Gewaltanwendung. Das ist quasi Medical Detectives für Varroamilbe. Wow, das ist alles voll. Wow. Ja, also das ist Wahnsinn. Dieses Volk ist einfach, das ist Wahnsinn. Und wenn ich durch das Binoskop gucke, dann sehe ich lauter zerbissene Milben. Also es ist ein Milbenmassaker, was hier stattgefunden hat. Es fehlen lauter Beine, sie sind halb abgekniffen, teilweise abgekniffen. Der Panzer ist manchmal so ein bisschen eingerissen, also aufgebissen wie so eine Brotmesserkante von den Chelizeren.
Mit ihren Mundwerkzeugen wurde alles niedergemäht. Wahnsinn. Könnte das bedeuten, dass wehrhafte Bienen die Chemie in der Imkerei überflüssig machen? Schlagen wir noch weiter ein. Heute wird abgeholt. Ja, nicht so weit. Mirko Lunau überlässt Torben Schiffer die wehrhaften Bienenvölker zu Forschungszwecken. Gut. Das ist ein Stand hier, wo ich überhaupt nur Völker habe, die eben nicht geerntet werden. Also hier fahre ich nur für die Schwärme her. Erste Sekunde hat es mich ja schon getroffen wie ein Blitz. Von 100 Völkern fand Torben nur 3, die die Milben bekämpften, indem sie sich gegenseitig pflegten. Forscher nennen das Grooming. Hier ist Grooming. So eine Schüttelbewegung von der Biene, die gegroomt werden will. Hier, die wird gegroomt. Und dann sind die Fühler ganz dicht dran. Jetzt, wenn du genau hinguckst, dass die Chelizeren die ganze Zeit auf und zu gehen dabei. Hier wird auch wieder gegroomt. Auffällig, von allen wehrhaften Völkern wurde kein Honig geerntet. Besteht da ein Zusammenhang? Ja, und das ist das Spannende daran, dass wir jetzt eigentlich sehen durch die Datenlage, alle Völker, die dieses Verhalten zeigen, leben unter bestimmten Bedingungen. Und die sind eben nicht die imkerlichen. Und das hat eine sehr starke Botschaft in sich. Du musst dir das anschauen. Hier, immer da. Die wird auch gegroomt. Also es bewahrheitet sich wieder, man sieht nur, was man kennt, ne? Ja. Haben diese Bienen mehr Zeit für Körperhygiene, weil sie sich weniger Sorgen um ihre Honigvorräte machen? Es muss weiter geforscht werden. Bienen werden in erster Linie für unseren Honigkonsum gehalten. In Kochendorf liefern sie Anfang Juni Rekordernten. Hier sieht es ein bisschen aus wie Manhattan. Alle Völker sind auf 5 Etagen und einer sogar auf 6. Ich kann all diese Völker gar nicht mehr wiegen. Und wiegen kann ich bis 100 Kilo. Da sind die längst schon drüber. Es ist ein außergewöhnliches Rapshonigjahr. Das habe ich in dieser Form auch noch nicht erlebt. Mein Vater ist ja auch schon Imker gewesen. Und ich habe noch im Ohr, dass er dann sagte, so Dirty Pfund in Schnitt, also 30 Pfund Honig, die er dann im Schnitt pro Volk erntete. Damit war er dann zufrieden. Und wenn man das jetzt sieht. Dieses Jahr werden seine Völker an die 80 Kilo Honig produzieren. 5-mal so viel wie sein Vater in den 70er Jahren. Ein Bienenvolk würde so viel Honig nie und nimmer brauchen. Anfang Juli. Erntezeit auf einem besonderen Bienenstand. Hast du einen Besen, Stefan? Nee. Seit 2 Jahren hält Mirko Lunau Bienenvölker auf dem Schweriner Schloss. Die Honigernte ist für ihn dabei ein zu ertragendes Übel. Das ist so, als wenn bei uns zu Hause plötzlich eben der 2. und der 1. Stock fehlen und wir wieder im Keller wohnen müssen. Und das von jetzt auf gleich, das macht einfach einen Eingriff. Und das erlebe ich an den Völkern auch, dass das was macht. Also es ist für mich jetzt nicht so der positive Teil der Kulturbeziehung, die ich zu den Bienen pflegen möchte, hier zu ernten wie der Bär. Ne? Auch er entnimmt bei seinen Wirtschaftsvölkern den Honig. Haben Sie schön was eingetragen. Später im Jahr wird er den Bienen ein Biofutter als Ersatz für ihren Honig bieten. Noch. Also ich stelle mir eigentlich eine zukünftige Imkerei so vor, dass wir tatsächlich nur den Überschuss Honig wieder nehmen, wie das früher üblich war, bevor man Zucker füttern konnte. Das ist ja noch gar nicht so lange, dass wir das machen. Und dass wir Kisten konstruieren, die erstmal dafür sorgen, dass die Bienen ihren Wintervorrat haben. Und der Überschuss, den nehmen wir dann weg. Und dann lieber mehr Völker extensiv halten als wenige intensiv. Mit extensiv meint Imker Lunau, dass er Völker unter natürlichen Bedingungen halten will und dafür eine geringere Honigproduktion in Kauf nimmt. Etwa 20 Kilo benötigen seine Völker zum Überwintern. Mir geht es um eine Kulturbeziehung zu den Bienen. Ich möchte die Bienen nicht wieder auswildern. Ich möchte mich mit den Bienen zusammen weiterentwickeln und möchte die Lebensbedingungen für die Bienen weiterentwickeln. Ich bin davon überzeugt, dass das auch in der Imkerei geschehen kann, dass wir die Völker mehr und mehr wieder dazu bringen, dass sie ohne uns klarkommen. Extensiv imkern halt. Ginge es nach Mirko Lunau, würde in der Imkerei die Landschaftspflege durch Bestäubung in den Vordergrund rücken und der Honig nur noch ein heilsames Nebenprodukt sein. In Kochendorf kann Harald Jaciewski nicht länger warten. Mit seinem Imkerfreund Kai Müller will er einen neuen Puderzuckerversuch gegen die Feinde seiner Bienen,
die Varroa-Milbe starten. Das wird ja wohl alles ganz simpel sein. Ja. Oder müssen wir noch was lesen? Ja. Einen ganzen Tag lang wird rumexperimentiert. Die Bienen putzen sich wie erhofft. Hier ist der Imker. Wenige gefallene Feinde. Das ist nix. Das wäre jetzt die Ergänzung. Ja. Ein letzter Versuch. Motto: viel hilft viel. Ja, mein Gott, große Erfolge haben wir bislang nicht gehabt. Und insofern müssen wir jetzt ja mal versuchen, das eventuell effektiver zu gestalten. Und ich soll jetzt mal volle Elle Gas geben. Ja. Ne? Der extra Zucker in den Wabengassen wird zusätzlich aufgewirbelt. Ich habe aufgehört. Mein lieber Mann, ja. Das war eine Ladung. Ich habe aufgehört. Also wenn jetzt dort nichts fällt, dann fällt mir auch bald nichts mehr ein. Erste Kontrolle nach einer Viertelstunde. Das ist ja doch viel. Also Hallöchen. Nach nur einer Viertelstunde. 129. Damit haben die Männer nicht mehr gerechnet. 130, die letzte fehlte. Aber so im Schnitt 100, also hier waren es jetzt 130 Stück. Die leben alle noch. Hier kann man gucken, hier, wie schön die krabbeln. Ihre Beine sind völlig verklebt. Sie konnten sich wortwörtlich nicht mehr halten. Die Chance besteht, dass, wenn das so weiterläuft, dass man auf Ameisensäure verzichten könnte. Das glaubst du? Ja, also es wäre natürlich ein Hoffnungsschimmer, ne? Einer von Torben Schiffers geheimen Orten. Geheim, um ein Tier zu schützen, das möglicherweise die Varroa-Milbe erledigen kann. Bienenforscher Schiffer sucht in den Ritzen nach einem fast vergessenen Kollegen der Honigbienen. Hier ist ein Bücherskorpion. Ein lichtscheuer Ritzenbewohner. Ein Winzling. Na, die Suche nach der Nadel im Heuhaufen, hier haben wir sie. Der wirklich wie eine Miniaturausgabe des Skorpions aussieht. Torben Schiffer ist überzeugt. Das winzige Spinnentier wäre ein mächtiger Bündnispartner im Bienenstock. Fressen einfach Varroamilben, sie fressen Bienenschädlinge, sie tun den Bienen nichts. Sie haben seit Urzeiten mit Bienen in Symbiose gelebt, sie gehören eigentlich in die Bienenstöcke. Mit diesem Video, wie Varroamilben von einem Bücherskorpion ausgesaugt werden, startete Schiffer seine Forscherkarriere. Könnten Bücherskorpione die Milben in Schach halten? Eine erste Studie bestätigt, dass sich der Parasitendruck zumindest mindern lässt und so der Bücherskorpion eine Teillösung darstellen könnte. Und jetzt kann er das auch klappen. Oh, oh, oh. Eine faszinierende, vielleicht sogar bahnbrechende Wiederentdeckung. Dabei war es purer Zufall, dass Torben Schiffer den Bücherskorpion in der Literatur fand. Ein Artikel lag bereits im Altpapier der Universität Hamburg. Der ist von 1891. Das war eigentlich der erste Artikel, der mir zumindest bekannt ist, von einem Biologen, der den Bücherskorpion in Bienenstöcken beschrieben hat. Wir haben sie nur leider ausgelöscht. Also wir haben sie letzten Endes mit den Stöcken, die wir heute verwenden, aber auch mit den eingesetzten Chemikalien vernichtet. Wir haben sie ausgerottet aus den Bienenstöcken, ohne das überhaupt zu bemerken. Und das war ein Fehler. In Bienenstöcken wohnen heute nur Bienen und Varroamilben. Braucht es für die Gesundheit vielleicht eine buntere Gesellschaft? Eine alte Fabrik in der Nähe von Frankfurt. Hier wollen Bienenforscher Schiffer und seine Partner das verlorene Mini-Ökosystem Bienennest wiederherstellen. Also es geht wirklich darum, Honigbienen Lebensraum anzubieten. Für jeden bedrohten Vogel hängen wir Kästen auf und bieten Habitat. Und für die Bienen ist das eben nicht der Fall. Der Italiener Antonio Gorliaccio will alte Techniken der mittelalterlichen Imker, genannt Zeidler, mit modernen Werkzeugen wiederbeleben. Zeidler waren die ersten, die Bienen von den Bäumen holten und in Baumstämmen hielten. Hier sollen solche Klotzbeuten nachgebaut und wissenschaftlich begleitet werden. Mit einem Feuchtigkeitsmesser wird die optimale Holzmasse für die Klimaregulierung bestimmt. 18,7. Ja, sagen wir mal 18. Das Flugloch wird im Gegensatz zu den traditionellen Zeidlerbeuten nach unten verlegt,
um Wärmeverlust vorzubeugen. Es gibt auch viele Zeitler, die sagen, nein, das wurde seit Jahrhunderten so gebaut, das darf man nicht anfassen, das darf man nicht verändern, das ist die Zeitlerei. Aber die haben halt einen ganz anderen Schwerpunkt. Wir setzen den Schwerpunkt nicht darauf, aus diesen Klotzbeuten Honig zu gewinnen, sondern wir wollen ein optimales Habitat für die Bienen schaffen. Torben Schiffers Mitstreiter haben bereits über 30 solcher Behausungen aufgestellt. Vor ein paar Wochen zog hier ein neuer Bienenschwarm ein. Hält das auch? Hält. Wow. Wie geil. Das ist ein schönes, großes Volk. Das ist jetzt diese Kunst hier. Das sind so nicht mal 3 Wochen. Morgen sind 3 Wochen. Das haben so viel gebaut, ich bin richtig sprachlos. Hier entscheidet das Bienenvolk selbst, wie es bauen und leben will. Die Biene wird da gar nicht mehr als Wildtier anerkannt oder gesehen, sondern sie wird im Prinzip als Haustier betrachtet. Unter dem Bienenvolk, ich habe gerade eine Wächterin, die das gar nicht gut findet, entsteht ein Mini-Ökosystem. Der ernährt im Prinzip eine ganze Mikrofauna, eine Vielzahl verschiedener Arten. Wir haben da so die Verwerter erster Ordnung. Und hier, guck mal, da haben wir einen Skorpion. Nee. Doch. Wow, ja. Yeah. Der mögliche Milbenkiller ist im Volk. Wow, du hast gute Augen. Ich mach das schon ein paar Jahre. Hast du die hier reingesetzt oder sind die eingewandert? Nee, nee. Die sind eingewandert. Die sind eingewandert. Ja. Also auf ganz natürliche Art eingetragen worden, wo der leben kann. Da ist die Welt noch in Ordnung, sozusagen. In Wittenhohenstein treffen wir einen Mann, der Torben Schiffers Ansatz heftig widerspricht. Dr. Gerhard Liebig ist Bienenwissenschaftler und bekannter Sachbuchautor. Seit Jahrzehnten schon zählt auch er die Varroa-Milben. 6 sind hier, wobei jetzt... Moment, ich muss das eintragen. Die Ameisensäurenbehandlung hat er maßgeblich mitentwickelt. Der nächste muss mehr haben. Hat imkerliche Betriebsweisen wissenschaftlich untersucht und angepasst. Torben Schiffers Kritik an der Imkerei weist er entschieden zurück. Feuchte Bienenstöcke seien kein Problem, da Bienen selbst die Feuchtigkeit regulieren würden. In der Regel aus 3 Tagen. Und dass der Bücherskorpion einen Beitrag zur Varroa-Bekämpfung leistet, hält er für eine Spekulation Schiffers. Seine Untersuchungen sind beeindruckend, weil man sieht, wie ein Bücherskorpion in einer Petrischale Varroa-Milben nachstellt, packt und sie tötet. Aussaugt, das ist beeindruckend, aber im Bienenvolk funktioniert das nicht. Also der Nachweis fehlt noch. Seine Meinung hat Gewicht in der Imkerszene. Seine Lehrgänge sind gut besucht. Den Teilnehmern wird ein faires Tauschgeschäft beigebracht. Honig und Wachs gegen Pflegeeingriffe, Varroa-Behandlung und Zuckersirup für den Winter. Die Methoden funktionieren. Dr. Liebig hat fast keine Winterverluste. Dass Honigbienen auf sich selbst gestellt überleben können, die Zeiten seien einfach vorbei. Da ist einhellige Meinung aller Wissenschaftler und Imker, die die Situation kennen. Wenn die Imker gänzlich in Streik gehen würden, also nicht mehr imkerlich arbeiten würden, dann wäre Europa in 3 Jahren honigbienenfrei. Es ist die Mehrheitsmeinung. Doch unumstritten ist sie nicht. Denn eine wachsende Minderheit ist der Meinung, dass nur die natürliche Selektion in den Wäldern die Bienen wieder wehrhafter und robuster macht. Torben Schiffer und seine Mitstreiter haben Ende Oktober einen Tipp bekommen. Ein Wanderer entdeckte Honigbienen in einer 7 Meter hohen Baumhöhle. Gibt es sie also doch noch? Honigbienen in der freien Natur? Die sind ja auch so, Alter, wir gucken denn da jetzt ins Haus? Aber guck mal hier. Wow. Könnte sein, dass das Volk schon länger drin ist. Also auf jeden Fall war diese Baumhöhle schon länger besetzt. Oder es waren schon mal Bienen drin, vor diesem Volk. Ob die Kolonie im Frühjahr einem Imker entwischte oder schon länger hier wohnt, bleibt unklar. Selbst wenn sie nicht überleben sollte, können hier wichtige Daten gewonnen werden. Einblicke in eine fremde Welt, von der es zu lernen gilt. Ich bin mir nicht sicher, ob sie das schaffen mit dieser Baumhülle. Aber sie wird jedes Jahr besetzt, so wie es aussieht. Und das macht das Ganze natürlich interessant.
Die Biologie der wildlebenden Honigbienen von Grund auf verstehen. Das ist sein Ziel. Und mit diesem Wissen eine neue Form der Imkerei einzuführen. Es geht darum, die Imkereivielfalt zu erweitern. Also Bienen halten ihrer selbst wegen, um sich daran zu erfreuen, um was Gutes zu tun für die Natur. Und die finden heutzutage oder haben heutzutage keine Plattform. Ja, wenn die in den Imkerverein gehen, dann werden die ausgelacht. Und die Ausbildung zum Imker, die bildet das gar nicht ab. Wir brauchen also mehr Vielfalt. Ende November in Weimar. Ein großer deutscher Bienenkongress. Eine Halle voll überwiegend konventioneller Imker, die es gewohnt sind, ihre Bienenvölker von vorne bis hinten zu manipulieren. Wobei ich eine Sache gleich vorneweg schicken möchte. Wir hier wollen Honig ernten. Ich sag's nur vorher. Solange das Halten von Bienen an sich gesellschaftlich nicht subventioniert wird, muss die Imkerei irgendein Produkt abwerfen, das auf dem Markt einen Preis erzielt. Ich freue mich sehr auf diese Intervention und ich denke, die wird uns die nächsten Jahre noch zu schaffen. Die Intervention, das ist er. Denn Schiffer gilt hier als Außenseiter. So manches Mal überdeckt das finanzielle Interesse leider die natürlichen Bedarfe der Honigbienen. Und wir werden zu rücksichtslosen, manipulativen Kapitalisten. Es tut mir leid, dass ich das so ausdrücke. Würden Sie sagen, ich bin ein Bienen- und Naturschützer? Wer würde das sagen? Sehr viel. In den nächsten 3 Stunden bringt der Forscher einen Ausschnitt aus 12 Jahren Forschung. Die feuchten Stöcke. Wenn Sie sich ein Haus kaufen wollen und Sie machen von außen Wärmebild und das sieht so aus, dann rate ich davon ab. Hier ist eine. Bienen, die sich gegen Parasiten verteidigen. Ja, mein Gott, haben die denn nichts Sinnvolleres zu tun? Zum Beispiel Honig zu sammeln. Und natürlich der Bücherskorpion. Es gibt eigentlich kein Bienenvolk in Afrika, Indien, Neuseeland, in Südamerika, die ohne Pseudoskorpione leben. Sie gehören mit zu dieser Mikrofauna. Viele im Saal wirken nachdenklich. Tut sich da etwas? Und ich möchte schließen mit den Worten von Max Planck. Eine neue wissenschaftliche Erkenntnis pflegt sich nicht in der Weise durchzusetzen, dass ihre Gegner überzeugt werden, sondern vielmehr dadurch, dass ihre Gegner allmählich aussterben und die heranwachsende Generation gleich mit der Wahrheit vertraut gemacht wird. Das ist mir noch nie passiert. Wirklich. Vielen Dank. Dankeschön. Harald Jaciewskis Bienen sind bereit für den Winter. Schwächere Völker hat er zusammengelegt und alle Kästen sind jetzt voll besetzt. In den letzten Jahren gab es so keine Winterverluste. Dies ist ein starkes Volk. Am Ende kam doch wieder die Säurebehandlung. Zu unsicher schien ihm die Wirkung des Puderzuckers. Denn hohe Verluste kann und will er sich nicht leisten. Also ich sag ja immer, ich bin ein Honigimker. Letztendlich mein Bestreben, diesen Organismus gesund und stark zu erhalten. Und das ist das, was ich tue. Vielleicht brauchen wir beide, um das Wunder Bienenvolk zu bewahren. Den Honigimker für den Honig und den Wildimker für die Zukunft der Bienen.